und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von Darth Steffen Zockt. Heute mal wieder so ein anderes Spiel. Wie ihr seht, spielen wir eine Runde F1 2021. Und ja, ich habe es endlich mal hinbekommen, es aktiviert zu bekommen, aber dafür musste ich eine rabiate Sache angeben auf meinen Rechner. Und zwar musste ich ihn dafür auf die Wertrechnung zurücksetzen, weil er keine Windows-10-Updates mehr gemacht hat. Und das Spiel hat die Voraussetzung gehabt, man braucht die neueste Windows-10-Update-Stufe, um das Spiel spielen zu können. Und das konnte ich nicht, weil der PC keine Updates mehr gefahren hat. Aber jetzt geht's zum Glück wieder. Wo ich sehr froh bin. Und wir gucken mal, wie gut wir jetzt hier klarkommen. Wie viel sich zu 2020 zu 2021 verändert hat. Ich habe einfach nur 3 Runden eingegeben. Das wow, die Runden sind nicht so, also die Zeit der Folge einfach nicht so groß wird. Nein, ich möchte keine Rückblende einsetzen. Nein, danke. Und ich habe ja irgendwie noch, die Fahrhilfen drin, die will ich doch gar nicht. Die kann ich jetzt gar nicht ändern, ne? Na gut, das muss ich dann wohl machen, wenn ich wieder im Menü bin. Na gut. Nicht so schlimm, nicht so schlimm. Muss ich jetzt mal klarkommen, die 3 Runden damit. Weil es ist nicht so wirklich mein Fall, mit Fahrhilfen zu fahren. Gerade wenn man die automatische Bremse drin hat. Aber ich würde Audio-Einstellungen direkt mal wieder ein bisschen lauter machen. Ah, schon besser. War nämlich etwas leise, habe ich im Gefühl gehabt. Aber jetzt geht's. Damit kann man leben jetzt mit der Lautstärke. Ich meine mal nur, dass es nicht so laut ist, dass es mich übertönt. Das wäre natürlich wieder nicht so gut. Wie kommt der Vettel mit seinen Lotus so weit vor? Um Himmels Willen. Nicht Lotus, Aston Martin meinte ich. Und damit, dass ich gerade zu grob fahre, ich muss einmal wieder reinkommen in das Spiel. Ich war gerade wieder total wie ein Depp hier, ich weiß. Da macht richtig zu, der Vettel, alter Schwede. Respekt, Respekt. Aber jetzt haben wir ihn. Tsunoda, der Partner ist da. Coole Sache. Lange her, dass bei Formel 1 Japaner dabei waren. Aber folgendes Jahr war wieder einer dabei, der Tsunoda. Nur noch, andere Schilderung. Ich kann es also einfach nicht an die Steuern mit den Fahrhilfen. Ich kann nicht mal die Kurven an dich fahren, weil es immer das Auto auf die Ideallinie drückt. Das kann ich ganz schlecht immer ausweichen den Gegnern. Das klappt nicht richtig. Die scheiß Linie muss ich auch wieder ausschalten, ey, das nervt doch. Wenn ich die Linie da drauf hab. Das gefällt mir gar nicht. Da müssen wir mal was machen. Definitiv. So,
Zum Glück sind das nur 3 Runden, ey. Zum Glück. Nee, nee, brauch ich nicht. Lass vorn. Der Perez ist von mir. Der Perez. Auch wir Fahrer, wir auch Cone auch. Hamilton nur Dritter. Schöne Sache. So einfach braucht Hamilton noch nicht sein. Der muss nicht immer gewinnen. Der von uns zu Hamilton. Finde ich zumindest so. Was sagt er dazu? Muss Hamilton immer Erster sein? Nö, ne? Eigentlich nicht. Dann lieber ein paar andere Fahrer. So. Läuft doch ganz gut. Hamilton hätte ich jetzt auch noch gerne. Vom Ziel gekascht. Und tschüss Hamilton. Hamilton lässt sich mit Alpine abdrängen. Lol. Gefällt mir. Das ist aber toll, ne? Ein besseres Auto lässt sich von einem schlechteren Auto abwimmeln. Habe ich immerhin auf den dritten Platz gebracht, ne? Fahrer des Tages. Ach, Ivo. Fahrer des Tages. Also mit Weif. Das ist total beschissen. Ich hätte viel besser fahren können und ordentlicher. Aber so. Naja. Aber man sieht, die haben alles, was Corona angeht, rausgelassen, ne? Da hat keiner Masken auf. Und dann kein Abstand. Naja, immerhin haben sie das weggelassen. Immerhin haben sie Corona rausgelassen aus dem Spiel. Das ist schön. Das wäre so schlimm, wenn sie das reingemacht hätten. Schöne Sache. Und ich bin froh, dass ich endlich F1 2020 spielen kann. Da bin ich echt froh, dass das jetzt geht. Echt froh. So, da ist ja echt irgendwas schnell noch ändern. Die Vorhilfen ausschalten. Der Scheiß geht aber gar nicht. Oh Gott, wie ist der PP? Zwölfte Woche. Zwölfte Woche, Alonso. Und ich war Dritter. Läuft doch der Lachs. Na gut, dann mach ich das jetzt mal schnell noch. So. Einstellungen. Allgemein. Ich muss mal gucken, was ist. Auf Standort. Ach hier. Aber Gelegenheitsfahrer gibt es gar keine Fahrhilfen. Ah, okay. Kann man es nicht ausstellen. Lenkassistent aus. Bremsassistent aus. An. Gut. Jetzt bin ich zufrieden. Jetzt geht das auch alles. Und an der Stelle werde ich auch jetzt mal die erste
Folge beenden von meinem F1 2021. Ich werde dann bestimmt auch mal irgendwann anfangen, Karrieremodus zu spielen. Und doch, wahrscheinlich halt eher in einen Livestream. Und so, es folgen immer mal so ab und an so ein paar kleine Quiz, vielleicht mal so eine 2-3 Rennserie. Und ja, hoffe, euch hat die Folge Spaß gemacht. Auch wenn ich mich mit Wolfen rumschlagen musste und damit nicht so gut klarkam. Aber jetzt passt ja alles. Und jetzt sage ich an dieser Stelle erstmal Ciao mit V. Mögen wir immer die Macht mit euch sein und bleibt mit Rücken gebogen und gesund. Euer Darth Steffen Socht sagt Ciao, Ciao, Ciao.